wirklich unabhängig von unserer Herkunft, von unserer Religion, ob reich oder arm, ob Zürcher, Berner, Solothurner oder mehr Appenzeller. Unabhängig von unserer Intelligenz haben wir können abstimmen. Wann dürfen wir abstimmen, ob man noch da auf Küngeli-Stell bauen darf? Mit oder ohne Minarett? Die Huren Küngeli-Züchter sind doch sowieso alle Schafsbildsträger und haben steht vor dem Bauhof, wo dreimal in Woche den Rasen mähen und am Samstag mit den Horn raus, dass sie von Säbel abbrechen und morgen sind heute vom Küngeli heim. Das sind doch, und dann lassen sie auf Jahresabschlussfest als Heimpunkter hin, als Zauberer. Bewundern wie der Copperfield und fragt sich nur Ostern, wie die Tricks eigentlich gehen. Ja, wem dürfen wir eigentlich abstimmen, welche Religion überhaupt noch darf Türme bauen. Mit oder ohne Marktschreie drauf oder noch irgendeine Glocke. Die Huren, Scheissglocke! Immer alle in diesem Land, nicht nur an den Kühen, auf jedem Kind halb Viertelstunde das Jacken und dann dreimal am Tag die grossen Leute wegen dem Pfarrer, der will das so, der Huren lernen, dass man die kleinen Buben nicht hört, weg, und man geht blabend in Solmohren. Wir haben ja Religionsfreiheit. Und wann dürfen wir eigentlich abstimmen, welche Religion überhaupt noch zulässig ist in diesem Land? Soll es der Magic kennen sein? Oh, nein, vergessen Sie. Sorry, ob die hier nichts zu sagen. Wir sind nicht so ein populistischer Haufen, der sich beim Volk und beim Publikum anbindet. Unser Artdirektor, der Willi Lui, ist ja Experte, hat bestimmt, dass jetzt Mo und Tef kommen. Aber ich sage, nein, ja, jetzt kommen eben. Dir hier etwas privat. Ja, wenn ich war. Das ist mir doch gleich am Machen, nur mal viel Vergnügen. Ich sehe mich relativ schlecht, es blendet da. Ich bin schon etwas älter und trotzdem sehr jung geblieben und suche ein Abenteuer. Ich bin spirituell, naturverbunden, ökologisch denkend, anarchistisch angehaucht und sportlich. Ich bin tätig als Musiker.